Da sind wir wieder zurück. Let's play Sailor Moon. Another Story. Und die Welt scheint zu kollabieren. Pyrillia ist aus dem kalten Winterschlaf zurückgekehrt. Und alles ist... Meh. Haben wir schon gespeichert? Ja. Fapse! Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich fühle mich von dir immer angefasst, mein Guter. Weiter geht es. Es wird unheimlich. Miau, miau, miau. Das war zu viel für Shibusa. Hey, Bunny. Shibusa ist irgendwie seltsam. Sie ist die ganze Zeit traurig und spricht nicht. Ich wollte sie nur gesagt haben, weil du scheiße bist. Ich hasse dich. Du bist die dümmste Schwester, die ich je hatte. Ich frage mich, ob du sie wieder geärgert hast. Du bist so nervig. Klopfst du nicht an, bevor du reinkommst? Ich hätte sonst was tun können. Was ist denn mit dir bloß, blöde Bunny? Edge. Shingo ist der gleiche wie immer. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Der Phelodon. Bunny, da ist eine Freundin von dir am Telefon. Hallo? Ah, Amy, was ist los? Mamoru ist wieder bei Bewusstsein. Wirklich? Mamoru ist wieder gesund. Aber er sollte sich noch mindestens einen Tag ausruhen, um sich zu erholen. Mamoru, geht es dir wieder besser? Endlich gute Neuigkeiten. Kapitel 4: Feinde und Freunde. Shibusa, Mamoru ist wieder gesund. Wirklich? Mamoru ist wieder gesund? Wie wär's, wenn wir zu Mamorus Apartment gehen? Okay, lass uns gehen. Hallo, Bunny? Hallo? Hallo? Oh, alles klar. Einfach die gute Amy hängen gelassen. Was hast du verpasst? Wir haben diese Lichtsteine gefunden. Endlich. Und, ja, alles so ein bisschen herzzerreißend. Ey, ich überhole dich. Ja, und nicht nur das. Alte Feinde sind wieder aufgetaucht. Und versuchen quasi die Vergangenheit zu ändern. Vor allem Königin Pyrillia ist wieder aufgetaucht. Die böse. Und wir haben einen Lichtschalter gefunden. Wir haben den Lichtschalter gefunden. Super. Möchtest du speichern? Ja. Welches genau ist eigentlich sein Apartment? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche es einfach mal auf der Seite erstmal. Nein. Nein. Bunny ist eine sehr gute Freundin. Sie weiß, wo Mamoru wohnt. Ah. Stopp. Vielleicht gibt es hier noch andere Türen, wo ich rein kann. Nein. Okay, dann bleibt es bei dir. Oh, alle sind wieder da. Hey, hallo, Freunde. Whee, woo. Ich rede erstmal mit meinen Freundinnen. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren, unsere Feinde zu bekämpfen. Bunny, denk daran, auf Wiedersehen zu sagen und den Hörer das nächste Mal aufzulegen. Hehe, nö. Mamoru wartet. Das ist toll, Bunny. Einen Moment lang habe ich mich gefragt, was wohl passieren wird. Okay. Mamoru ist wieder wach. Das ist schön. Mamoru. Bunny, bist du das? Keine Sorge, Mamoru, ich bin hier. Ich habe Shibusa mitgebracht. Dank deiner Hilfe wurde ich geschützt, Mamoru. Ich bin froh, dass ihr beide in Sicherheit seid. Entschuldigung. Mamoru, bist du okay?
Überanstreng dich nicht. Ich bin okay. Ich muss euch allen etwas sagen. Was? Ich hatte wieder einen Traum. Vielleicht war es eine Vision. Eine Vision? Der Feind ist in eine längst vergangene Zeit gereist. Hm? Vielleicht ist das... In den alten Mondpalast. Dort war jemand, der den Rosenkristall hatte. Hey, hatte ihn jemand namens Ansha? Nein, Ansha hatte den Rosenkristall nicht. Wenn ihr zum Mare Serenitatis auf der Erde reist, könnt ihr in diese Zeit zurückkehren. Und Ansha ist nicht der wahre Feind. Der wahre Feind ist... Haltet durch. Wir müssen ihm unbedingt helfen. Miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Ja, er sagte, dass die Feinde weit in die Vergangenheit gereist sind. Aber die Vergangenheit ist... das ist seltsam. Ich erinnere mich nicht mehr an Prinzessin Serenity. Warum wohl? Ich auch nicht. Oh nein, vielleicht habe ich nicht genug gelernt. Wartet mal, Leute. Also erinnert ihr euch gar nicht mehr an mich? Sie erinnern sich noch an Bunny. Miau, miau, miau. Miau? Moment mal, Luna. Was hast du da gesagt? Miau, miau. Willst du damit sagen, dass irgendwas unsere Erinnerung gelöscht hat? Vielleicht haben die Opposito Senshi in der Vergangenheit etwas verändert. Vielleicht wurde das Schicksal, in dem Bunny als Serenity geboren wurde, ausgelöscht. Und vielleicht wird Bunny nicht zu Sailor Moon werden? Dann ist das vielleicht noch nicht das Ende. Vielleicht wird sich das Schicksal so verändern, dass sich Bunny und Mamoru nie begegnen. Ich werde nie mit Mamoru zusammenkommen. Ich hasse das. Hey, das wird nicht passieren. Es scheint, als müssten wir die Vergangenheit wieder normalisieren. Ja, genau, das müssen wir tun. Und wir müssen diese Feinde besiegen. Aber wie kommen wir zurück in die Vergangenheit? Das ist leicht. Wir benutzen einfach das Tor zu Raum und Zeit. Aber es ist zu gefährlich. Da sind Feinde, die auch dieses Tor nutzen. Wo ist Pluto? Ich frage mich, ob Sailor Pluto in Ordnung ist. Weißt du was? Weißt du etwas, Shibusa? Nö. Ich habe keine Ahnung, wo Pooh ist. Miau, 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 miau. Den habe ich. Hey, wartet! Sollten wir wirklich alle zusammen Tor zu Raum und Zeit gehen? Wenn wir Mamoru alleine lassen, könnten die Feinde die Situation ausnutzen. Miau, 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 miau. Also, um dort hinzukommen, brauchen wir mich, Shibusa und drei weitere. Wer will mitkommen? Ich darf mir das aussuchen, ich darf mir das aussuchen, ich darf mir das aussuchen. Wait, das ist jetzt ganz wichtig. Wähle 5 Senshi und drücke Start. 2 habe ich ja schon. Ich brauche die massiv böse, katastrophal sind. Ich nehme auf jeden Fall Saturn mit. Yay! Saturn ist mit von Partie. Ich nehme... Oh, wer war noch so übertrieben? War Venus nicht noch so ein Fall, der einfach so Knips und Aus gemacht hat? Also eigentlich... Nee, Uranus war nicht so pralle. Ach komm, ich... Also von der Stufe sind sie zumindest fast alle gleich. Das ist ganz gut. Aber wen nehme ich denn? Das ist so schwer. Ich nehme noch... Ich nehme Venus mit. Hm.
Was sagen denn die Leute im Stream? Wen soll ich mitnehmen? 5 habe ich noch zur Auswahl. Eine kann ich noch, glaube ich. Nicht Neptun. Neptun bleibt zu Hause. Die ist unnütz. Eigentlich würde ich auch Shibusa gerne zu Hause lassen. Uranus. Okay, Fabsen möchte Uranus. Weil andere Frisur. Du machst es mir nicht leicht, aber komm. Wir nehmen Uranus mit. Mach der Mondnebel, mach auf! Mach der Mondherzen, mach auf! Mach der Venusnebel, mach auf! Mach der Uranusnebel, mach auf! Mach der Saturnnebel, mach auf! Los, Shibimon! Wächter der Zeit, öffne das Tor zu Raum und Zeit für uns! Wir rufen dich in deinem Namen, allmächtiger Gott des Raumes, Vater der Zeit, Kronos! Schütze uns und führe uns auf dem Weg des Lichts! Ich weiß nicht, ob ich solche Aktionen innerhalb einer Wohnung durchführen würde. Das macht doch Löcher oder so. Gibt's hier Kisten? Nein, aber es gibt hier Gegner. Sehr gut. Ich bin mal gespannt. Dalian. Macht der Liebe. Und Feuerherzen einzeln. Feuerschauer, genau. Du, ja komm, mach deine Zuckerherzen. Das bringt eh nichts. Uranus und Wiederkehr des Todes. Ich sag euch, das wird bombastisch. So viel zum Thema. Jetzt kommen nur so. Na gut, okay, der Schaden funktioniert. Also zumindest ein bisschen. Jetzt kommt Shibimon mit Punkt 3. 7! Hey, Shibimon ist so stark. Okay. Oh, 304 Erfahrungspunkte. Jetzt übertreiben die hier maßlos. Jetzt gönnen die uns mal so richtig geilen Bonus. Hier haben wir zumindest schon mal unseren... Können wir zumindest mal abspeichern, das ist ganz praktisch. Hier geht's nicht weiter. Achso, ich muss doch da oben hin. Ah, aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, hier nochmal ein paar Gegner zu matchen. Weil es wäre mir kein Wunder, wenn die im nächsten Raum einfach so überdimensional stark sind. Ja, alles klar. Was für ein Schaden da rauskommt. Das ist... Okay, habe ich irgendein Accessoire, was ich Shibimon geben kann, was ein bisschen Halskette... ein bisschen mehr Verteidigung liefert? Ja doch, die Halskette liefert ein bisschen mehr Verteidigung. Ich glaube, ich muss hier echt nochmal... ein bisschen Sachen machen. Nee, das bringt nichts. Mondscherbe. Die Jagersuppe. Die war gut. So, ich muss das jetzt einfach machen. Zumindest mal hier so 2-3 Gegnergruppen oder so besiegen. Bevor ich durch das Tor wandere. Weil auf einmal kassieren die solche Schläge. Das ist ja abnormal. Okay, Shibusa spielt einfach mit Herzchen. Aber zumindest sind die Gegner relativ flott besiegt. Das macht die Sache einigermaßen angenehm. Ja, Shibimon steigt nämlich nochmal eine Stufe.
Und genau darum geht's nämlich, Stufen steigen. Weil Shibimon ist so dermaßen unterpowered, dass die gefühlt einfach so, also dass die nutzloser ist als sonst. 183. Damit würde sie jetzt zumindest schon mal einen Schlag mehr aushalten. Aber ich hatte auch keine richtige Gelegenheit, um sie überhaupt zu leveln. Da gab es irgendwie nicht so. Was ich ein bisschen schade finde. So, noch eine Gruppe. Damit wir zumindest noch mal ein bisschen mehr Schaden züchten können. So, das Gute ist, dass die Attacken gecapped bleiben. Ja, sehr schön. Das hat zumindest schon mal den Schaden auf ein Drittel gesenkt. Also den Shibusa jetzt bekommt. Oh, und Shibusa macht jetzt 10 Schaden. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er zweistelligen Schaden macht. Oh, ausgezeichnet. Und sie hat nochmal ein Level abbekommen. Welche Stufe ist sie jetzt? 3? Nee, wo ist sie denn? 17 ist sie jetzt. Puh, krass. Mit Stufe 17 so viel Schaden zu bekommen. Wir speichern. Und zwar speichern wir diesmal hier unten für den Fall, dass wir... kleinen Moment, ich gucke mir nochmal kurz das Puzzle an. Für den Fall, dass wir irgendwie... Ne, wir haben keine neuen Puzzleteile dazu bekommen. Wir speichern da ab, für den Fall, dass wir dann doch nochmal diese Stelle benötigen, um ein bisschen aufzuleveln. Warte. Na? Oh. Es ist lange her, Sailor Moon. Sailor Pluto, du lebst! Sailor Moon, da du den Silberkristall besitzt, musst du diesen Ort sofort verlassen. Hä? Warum? Weil das Tor zu Raum und Zeit voll böser Energie ist. Der Silberkristall wird die böse Kraft dort drin nicht unter Kontrolle halten können. Schnell jetzt, bitte. Verstanden. Prinzessin, auch dein Silberkristall. Sailor Moon, diese Person ist nicht Pooh. Hm? Pooh hat mich niemals Prinzessin genannt. Verdammt, ihr habt mich durchschaut. Ich schätze, da kann man nichts machen. Genau wie ich dachte, Sailor Krieger. Ihr habt mich durchschaut. Wer bist du? Ich bin Nurgle. Hm? Sailor Mars ist nicht dabei. Na egal, das ist euer aller Ende. Dachtet ihr, ich würde vor Angst davonlaufen? Wo ist Pooh? Besiegt mich und ich sag's dir. Ich habe ein irgendwie leicht ungutes Gefühl bei der Nummer. Entweder ist der... Ist die Gute mega schwach. Oder massiv hart. 230. Da haben wir schon mehr Schaden gemacht. Wir können ja erstmal eine Runde hier so bam bam machen. Und gucken, was dabei rauskommt. Okay. Wir könnten... Einfach jeder nutzt nochmal ein Maniküre-Set. Da. Nee, du nicht. Du bist die, die hier das Eau de Cologne nimmt, wieder verteilt. Du darfst ein Maniküre-Set nehmen. Wo ist es denn? Da. Maniküre-Set. Und du auch. Genau deswegen, weil das massiv weh getan hat. Oh, 12. Ah, krass. Achso, nee, das waren 12 Punkte. Hier steigen die Attacken um jeweils 5. Das ist gut. Macht der Liebe. Und... Nein, du machst den Guten wieder. Shibusa setzt mal
halt alle MP? Nee. Haben wir hier nicht irgendwie was auf alle geht? Parfüm. Guck mal. Angriff geht hoch. Seltenes Aroma. Das ist auch gut. Ja, komm, das machst du. In der Hoffnung, dass du damit irgendwas machen kannst. Oh, Schwert. Ich habe hier irgendwann wohl die Attacke gewechselt, aus Versehen. Der Windschnitt. Hat wehgetan. Oh. Naja, wenigstens etwas. So, Uranus kriegt ein Level-Up, Shibusa liegt einfach schlafend am Boden. So wie wir es von Shibusa kennen. Verdammt, ich schaff das nicht allein. Aber das macht nichts. Die Wächterin des Tores zu Raum und Zeitzeller Pluto ist in meiner Gewalt. Sie ist mir völlig ausgeliefert. Ich warte auf der anderen Seite auf euch. Warte! Das muss eine Falle sein. Auch wenn das eine Falle ist, ich werde Po helfen. Hm, natürlich. Was auch immer passiert, man darf seine Freunde nie im Stich lassen. Und wenn Sailor Pluto verschwindet, wird der, der dich hergeschickt hat, auch verschwinden. Sailor Moon! Also, lasst uns gehen. Gehen wir da jetzt einfach durch? Ja, wir gehen einfach durch. Nee. Kommen wir wieder zurück? Naja, wenigstens etwas. So, weil dann können wir nämlich hier ganz kurz nochmal ein Item nutzen. Benutze. Irgendwas, wovon wir viel haben. Eine Jagersuppe zum Beispiel. Jagersuppe ist gut. Wie sieht es bei den anderen aus? Ja, sie könnte auch noch eine vertragen. Und dann wollen wir... Möchtest du speichern? Natürlich möchte ich speichern. Umsonst wäre ich nicht hierher gekommen. Ja. Wir speichern hier oben. Jetzt hat es sich zumindest schon mal gelohnt, unten abzuspeichern. Dann mal los. Woo! Die LSD-Brücke! Oh nein! Wo sind wir hier? Da wollte ich nicht hin. Ich wollte zu den Kisten. Ich finde einen Satz Spielkarten. Und? Eine Granatstecknadel. Mal gucken, wer diese Granatstecknadel tragen kann. Vielleicht Sailor Moon? Nee, das reduziert alles. Das bringt auch nichts. Okay, für sie ist es unnütz. Wie sieht's mit Shibimoon aus? Auch nix. Venus? Kein Effekt. Saturn vielleicht noch. Nee, reduziert auch massiv. Dann bleibt nur noch Uranus. Wobei ich nicht glaube, dass das was bringt. Ne, keine Verbesserung. Das ist ärgerlich. Aber way. So, was auch immer das hier zu bedeuten hatte jetzt gerade. Okay. Ich finde eine Spezialtorte. Und was haben wir hier? Glückwunsch, du findest eine Originalkarte. Eine Originalkarte? Ist das ein Item oder ist das ein Accessoire? Und vor allem, was machen die Dinger? Ups. Nö. Seltenes. Hilfreich, wenn man speichert. Talisman von Uranus. Spiel. Was macht denn das? Originalkarte. Ach, man kann hier... I don't get it. Gegenstände, die Fans sammeln. Okay. Ich weiß nicht, wofür die gut sein sollen, die Dinger. Aber gehen wir hier mal weiter.
Wir finden hier mehr Kisten. Eine Hautcreme. Sehr gut. Die brauche ich. Und eine Heilbeere. Oh, hier ist auch noch was. Ein Spezialgericht. Nein, hier will ich nicht rein. Was ist das denn? Moment, wo komme ich jetzt hier wieder zurück? Aha. Jetzt bin ich wieder hier. Ich dachte mir schon so etwas, dass hier nämlich noch irgendwo irgendwas ist. Granatohrring. Für wen ist der Granatohrring? Wir haben jetzt... Es muss doch für irgendeine Sailor-Kriegerin jetzt hier was Cooles sein. So. Ach so. Tempo hoch für Sailor Pluto und Verteidigung hoch für Sailor Pluto. Okay. Hätten wir mal auch mal lesen können. So, wo war jetzt hier dieser... hier war der geheime Ausgang. Ich muss aber auch noch irgendwo... Aha, ich dachte mir schon so etwas. Ich finde ein Parfüm. Hier sind voll die Illusionen am Gange. Okay, ich frage mich, was sich hier weiter verbirgt. Ein Kristallburger. Wer mag das nicht? Kristallburger könnte tatsächlich sogar mal was für... Es ist nichts. Es ist einfach nichts. Okay. Finden hier ganz viele... Rote Kontaktlinse. Eine Lebenskreppe. Was zum... Was ist das für ein hässlicher Baum? Pass auf, kleine Lady. Komm nicht näher. Dieser Baum entzieht mir meine Energie. Wenn du unvorsichtig bist, kleine Lady, wird dieser Baum dich auch gefangen nehmen. Bitte, nimm das Granatzepter. Es ist dort drüben. Auf der Erde gibt es viele Feinde, die sich gruppiert haben. Benutz das Granatzepter. Wenn du die Kraft der Menschen nutzt, die sich Frieden wünschen, wird die Vergangenheit wieder normal, selbst wenn ich verschwinde. Wir können dich nicht einfach zurücklassen, Pooh. Ja, wir können dich nicht einfach zurücklassen, dass... wir können nicht einfach zulassen, dass jemand getötet wird. Okay. Dimension T. Okay. Wir besiegen sie mit... Das Ding... Schwert der Venus. Wait. Ich nutze einfach mal die Feuerherzen. Vielleicht bringen die noch mal ein bisschen mehr. Zuckerherzen. Probieren wir es einfach. Vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Glück. Und kriegen damit ein bisschen mehr Schaden raus. Oh. Sehr toll. Verfehlt. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay, das sieht doch gut aus mittlerweile. Wir machen einfach den gleichen Spaß nochmal. Eins. Nee, drei. Hey. Ich finde das so herrlich, wie gut doch Shibimun in diesem Kampf immer dasteht. Aber nicht nur das. Also alle stehen hier irgendwie unglaublich gut dran. Aber der Kampf fängt scheinbar mit Shibimun an. Das ist gut. Das heißt, Shibimun kann auf jeden Fall gleich nochmal die EP von allen regenerieren. Das war's. Lül. Sailor Moon kriegt ein neues Level. Venus neues Level. Shibimun, Saturn. Alle haben ein neues Level. Nur die anderen nicht. Kleine Lady, ihr alle, vielen Dank. Das Tor zu Raum und Zeit bewegt sich. Wenn wir nicht schnell verschwinden, wird es zusammenbrechen. Lasst uns gehen. Pluto ist sowas von krass drauf.
die reißt wieder Löcher durch Raum und Zeit, nur um uns zu einem anderen Platz zu führen. Nanu? Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt in so einem Turm sind. Gut, alle Sailor-Kriegerinnen sind hier versammelt. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Schicksal verändert. Schicksal. Vielleicht war es diese Tragödie, die den Fall des Silberjahrtausends verursacht hat. Sollen wir es wirklich ändern? Es wäre schön, wenn wir alle wieder zu den Menschen werden, die auf dem Mond gelebt haben. Aber wenn das passiert... Dummkopf, was sagst du da? Slap. Der Feind verändert das Schicksal der Welt für seine eigenen selbstsüchtigen Zwecke. Willst du nicht weiter auf der Erde leben, so wie jetzt? Hast du alle so, wie sie jetzt sind? Es tut mir leid. Aber ich konnte mir das nicht anhören. Egal, was wir tun, das Schicksal, das kommt, wird nicht angenehm sein. Es wäre falsch, wenn wir unsere Pflicht vernachlässigen und zulassen, dass das Schicksal der Welt verändert wird. Das wäre eine leere Existenz für uns. Und wir können nicht einfach das machen, was wir wollen. Wir müssen viel Kraft aufwenden, um das Schicksal zu ändern, zum Guten oder zum Schlechten, zu dem, was es vorher war. Und wir können unsere Geschichte nicht ändern, um unsere eigenen Schwächen zu verstecken. Zum Beispiel, wenn man das Schicksal so verändern würde, dass man mit demjenigen zusammenkommt, den man mag. Würde das keine wahre Liebe sein? Ray. Nun, der Feind verändert das Schicksal, ohne an die Auswirkung zu denken. Das ist ein großer Fehler. Wie auch immer, um die Feinde davon abzuhalten, das Schicksal zu verändern, musst du im Notfall alles Mögliche tun, um sie davon abzuhalten, in die Nähe des Tores zu kommen. Möchtest du dich von Mamoru verabschieden, bevor wir gehen? Ja, aber... Zuerst möchte ich wissen, wo sich das Mare Serenitatis befindet. Warte einen Moment, ich versuche es hier zu berechnen. Piep, 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 piep. Es ist zwecklos, Datei nicht gefunden. Es gibt nicht viele Daten über den Mond. Okay, ich gehe zum Bücherladen und finde es heraus. Wenn ich etwas finde, komme ich sofort wieder zurück. Was? Ich glaube irgendwie nicht, dass das was bringt. Aber okay. I don't care. Wir sind hier gut angekommen, würde ich sagen. Und so leid es mir tut, aber nach 7 Stunden brauche ich eine Pause und mich erwartet noch eine Frühschicht morgen. Deswegen gibt es hier leider einen Cut. Ich werde jetzt noch was essen und mich dann verkrümeln.